Also die Fantafel Wolfsburg wurde initiiert, weil die Wolfsburger Tafel e.V. den Betrieb eingestellt hat während der Lockdown-Phasen aufgrund von Corona, weil die Mitarbeitenden der Tafel zur Risikogruppe gehören, einmal aufgrund ihres hohen Alters und einmal aufgrund von Vorerkrankungen. Also die Fanszene in Wolfsburg hatte vorher schon aufgerufen zur Nachbarschaftshilfe bzw. das Angebot in der Stadt verbreitet. Solche Angebote gab es ja dann häufiger, zivilgesellschaftlichen Engagements. Und nach der Schließung der Tafel, schon während des ersten Lockdowns, sind wir auf die Idee gekommen, wir als Fanprojekt, kommunaler Träger, in Kooperation mit der Fanszene uns anzubieten, hier zu unterstützen und einfach die alternative Lebensmittelausgabe zu gewährleisten für die bedürftigen Menschen der Stadtgesellschaft. Aktuell sind es ungefähr 15 HelferInnen, wovon einige sehr, sehr regelmäßig da sind, weil sie Absprachen mit dem Arbeitgeber getroffen haben, sich für die Aktion auch freinehmen zu dürfen. Andere sind ihren beruflichen Verpflichtungen erlegen und können dann nur sporadisch eintreten. Aber insgesamt sind es 15 HelferInnen. Wenn man das Wort Fußballfans hört, dann denkt man ja an vieles, aber wahrscheinlich nicht an knallharte soziale Arbeit in einer Situation, wo es wirklich auch darauf ankommt. Und da sind dann die Fans vom VfL Wolfsburg eingesprungen. Das finde ich wirklich eine großartige Aktion. Das war im Frühjahr so und es hat mich wirklich sehr gefreut, dass jetzt im Herbst, als es wieder losging, gleich ruckzuck die Fantafel 2.0 aus der Taufe gehoben wurde. Ich finde die Haltung, die dahinter steht, die ist so toll und die zeigt, dass durch Zusammenhalt Dinge zusammenkommen können, die vorher vielleicht voneinander gar nichts gewusst haben.